Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir tun wieder S-Bahn fahren, weil ich in dem ja so wunderbar gut bin. Und ja, wir fahren heute mit der 476, 422, ein bisschen historisch. Und lesen wir mal vor, was da steht. Die Fußball-WM, das legendäre Sommermärchen, ist gerade eine Woche her. Da werden im Netz der Berlin-S-Bahn die großen Sommerferienbaustellen aufgemacht. Gesperrt ist zwischen Tegel und Hennigsdorf und im Tunnel wird heute auch eine Baustelle eröffnet. Sie fahren Zug 25171, Umlauf 7, Funkname Viktor, bis Gesundbrunn. Dort fahren sie in der Abstellanlage einem Halbzug bei. Okay. Weiter geht es dann ohne Halt nach Nordbahnhof. Der Zug ist bereits aufgerüstet, lassen Sie die Fahrgäste zusteigen, stellen Sie am Krügergerät Kurs 6 und Ziel 70 ein. 76, okay. Machen wir das mal. Türen auf. So, Kurs Nummer 6, bitte. Dann warten wir, bis er da fertig ist. Und Ziel Nummer 60. Wunderbar, dann schauen wir mal nach draußen. Das ist die Schönheit. Ich werde da vielleicht mal kurz auf die freie Kamera gehen. Ostkreuz, S25. Ah, schöne S-Bahn. Ursprünglich eigentlich die Baureihe 276-1. Ist eigentlich ein Umbau von der Baureihe 275. Die finde ich irgendwie noch ein Tick schöner. Ich weiß gar nicht, ob es die für TS Classic gibt. Das müsste ich mal nachsehen. Die Strecke an sich gibt es ja auch schon etwas länger. Aber ich bin da kaum unterwegs. Ja, mit dem Triebwagen, ich habe ein paar Testfahrten gemacht. Gerade mit den Bremsen komme ich noch nicht ganz so klar. Ich sollte versuchen, dass ich hier bei Kurzzug die ganze Zeit anhalte. Das wird bestimmt klappen. Jedes Mal. Und ja, was so Tegel. Oh, das alte Stellwerk da. Hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Wo ist der Flughafen eigentlich? Sieht man den? Kannst du jetzt voll nicht abschätzen. Wo der eigentlich wäre. Vermutlich da. Ja gut, gehen wir mal wieder runter. Interesting. Ja dann. Wir gehen rein. Machen uns für die Abfahrt bereit. Was interessant ist, zu beschleunigen, drücken wir einfach nur den Hebel da runter. Und das Ding gibt Gas. Und zwar so lange, bis wir da drauf drücken. Da kommt uns was entgegen. Ach. Die moderne Variante. Moin, Kollege. Nach Gesundbrunnen einsteigen, bitte. Nach Gesundbrunnen zurückbleiben. Zug Viktor nach Gesundbrunnen Türen schließen. Machen wir doch. Zug Viktor nach Gesundbrunnen abfahren. Machen wir. So. Oder auch nicht. Was? Ach so. Nur kurz auf die Bremse warten. Jetzt geht's los. Ja, im Prinzip durch jetzt auch die ganze Zeit nur eine Taste drücken. Damit er Gas gibt. Ja, das wird ein Fest mit den Bremsen. Wird ein bisschen ein Nachteil, wenn ich hier draußen rumgucken will, wenn ich die ganze Zeit die Taste drücken muss. Naja. Deswegen fahre ich das Ganze jetzt auch ohne Raildriver. Weil die Steuerung einfach ein bisschen zu speziell ist. Nächster Halt Eichborndamm. Bring mal hin. Schöner Triebwagen. Ich glaube, wir haben sie gerade vor kurzem, beim historischen Verein von der S-Bahn ein bisschen Video rausgebracht, wie sie eine Überfüllung gemacht haben. War interessant zum Anschauen. Ja,
Aber hinten kommt die Haltestelle schon. Und das Schöne ist wirklich, dass wir hier diese Ansagen mit dabei haben. Das hat schon was. Oh, da bauen wir ein zweites Gleis hier. Tunung auf Wahr. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier auf der Strecke alles sehen werden. Also ich bin drei Stationen, glaube ich, in die Richtung gefahren. Und dann habe ich jetzt mal die Aufnahme gestartet. Mehr weiß ich noch nicht von der Strecke. Ich glaube, so ist gut. Oh, runterbremsen. Ja, und genau an dieser Stelle habe ich beim Test angezockt, auch diesen Ladehänger. Der geht irgendwie länger. Weiß nicht, was er da genau macht. Ich hatte am Anfang schon das Gefühl, er hat sich aufgehängt, aber hat er Gott sei Dank nicht. Das war zu viel Bremsen. Ja, also so viel zum Thema Ich- und S-Bahn fahren. Wenn man da so Punktbremsungen machen muss. Ah, shit, da wäre die Tafel gewesen. Ah, ich habe sie gerade gesucht. Ja, gut, dann fahren wir halt mal ein bisschen weiter. Tür auf. Nein, was ist jetzt? Fuck. Ja, da ist abgeschmiert. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da wären wir wieder da. Und ich habe es beim zweiten Mal natürlich auch nicht geschafft, anständig anzuhalten. Die Tafel ist da hinten. Naja, könnte schlimmer sein, ne? Ich hoffe nur, dass er jetzt halt nicht wieder am Abschmieren ist. Das hier ist so ein TS Classic Moment und ich habe nicht mehr rausgetappt. Für was steht eigentlich ZAD? Das ist so das Maximal, was man machen kann. Wohl kein Experte. Wobei ich muss sagen, zu der letzten S-Bahn-Video gab es sehr viel Feedback von euch. Also da, danke. Ah, shit, ich muss wieder fahren. Nach Gesundbrunn zurückbleiben. Zug Viktor nach Gesundbrunn Türen schließen. Ob das jedes Mal eine andere Stimme ist? Zug Viktor nach Gesundbrunn abfahren. Machen wir doch. So, nächster Halt, Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Und tschüss, Kowski. Aber schöne S-Bahn-Strecke hier. Also schön grün. Aber wird vermutlich nicht lange so bleiben. Es ist ja Berlin. Oh, kennt jemand den YouTube-Kanal Das ist Berlin? Die Videos sind meistens so 5, 6 Minuten lang und dann zeigen sie halt immer die verrücktesten Momente, was jetzt so in Berlin aufgenommen worden ist. Und unten hat es eine einzelne Strecke ohne Stromschiene, wo auch immer das hingeht. Oh Scheiße, da vorne ist ja schon der Halt. Ah, oh, ich sollte mal mehr fahren und weniger gucken. Nein, nicht abstürzen. Ach, das ist ja gar nicht die alte Tafel. Ah doch, das ist die alte Tafel. Ich hab's geschafft. Holy shit. Naja, okay. Bisschen weiter Gold. knapp, daneben ist auch vorbei, ne? Ja, ich glaube, das kann man gelten lassen. Ja, gut, 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 gut. So, schauen wir uns im Bahnhof hier mal um. Ist eine interessante Konstruktion. Vor allem sieht es aus, als wollte man hier mal ein Dach montieren. Hat es dann aber wieder lassen. Nach Gesundbrunn einsteigen. Nach Gesundbrunn zurückbleiben.
Zug Viktor nach Gesundbrunn, Türen schließen. Mama. Zug Viktor nach Gesundbrunn, abfahren. Jo. Machen die das eigentlich immer noch bei gewissen Stationen, die sie ansagen? Oder geht es jetzt mit Lichtsignal? Was ist denn das für eine Strecke da? Oder ging es auch mal irgendwo ab? Und bis dahin ist stromführend. Ja, ein kleines Stellwerk. Okay. Ich sage, ich bin so am Schwitzen. Das ist gerade wieder einer der Tage, wo es wieder wärmer ist. Es ist so schwülwarm. Es ist so unangenehm. Nein, bitte nicht. Oh Gott sei Dank. So, bereiten wir uns mal zum Anhalten vor. Das richtige Momentum habe ich noch nicht ganz draußen. Nee, da müssen wir noch ein bisschen vor. Ja, nee, also das mit dem richtigen Anhalten, das glaube ich, fehlt bei mir nichts mehr. So, Türen auf. Was aber hier so schön ist. So, Alt-Reinickendorf, Wildernallee, Bus. Oh, dieser Sound von diesen Türen. Sonst nicht sehr spannend. Interessant, dass da einfach mal so ein Zaun hier ist. Guck mal, das sieht so aus, als wird das hier nicht mehr bedient. Das ist da hinten. Nee, der Zaun endet hier einfach. Okay. Nach Gesundbrunn einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Zug Viktor nach Gesundbrunn, Türen schließen. Jo, mach mal. Zug Viktor nach Gesundbrunn, abfahren. Mama. Nix halt. Schön Holz. Interesting. Und wohl manchmal auf beiden Seiten da. Oha. War jetzt etwas nicht grün. Haben wir jetzt da einen Kollegen vor uns oder was läuft? Einmal gelb. Sprich, anhalten. Jo. Oh, wow. Ernst jetzt? Oh, das sind immer so nette Fahrdienstleiter hier. Okay, weiter mit 60. Was haben wir denn da oben? Weißt du uns da was? Oh, ich glaube, da kommt eine Strecke von links. Mal gleich mal schauen.
Raffiletz, wieder das dritte. Okay. Ah, und da oben alles normal. Okay. Ach, Flughafen. Moment, ist es die Stelle, wo man bei der Ringbahn das Flugfeuer da gesehen haben? So, halt erwarten. Das. Ja, nee, das wird nichts mehr. Oh, danke für späte Frei. Das ist schon wieder. Okay, schauen wir uns hier mal kurz um, was wir da so Schönes haben. Moin, Kollege. Nee, das ist nicht da, was wir beim Ring gesehen haben. Oder doch? Nee, das war anders. Sieht ein bisschen so ähnlich aus, aber... Weil da ging es dann, glaube ich, so rüber. Ich glaube, so an der Stelle... Ja, nee, ich glaube, ich verwechsel die Orte hier. Gesundbrunnen einsteigen, bitte. Gesund und zurückbleiben, bitte. Zug Viktor nach Gesundbrunnen Türen schließen. Machen wir doch gerne. Zug Viktor nach Gesundbrunnen abfahren. Machen wir. Sowieso die. Vorne ist auch alles grün worden. Sehr schön. Oh, Langstraße, nicht ganz einen Kilometer. Gleich mal. Ah, jetzt kann der Kollege da hinten die Strecke fahren, die wir gefahren sind. Kann ich eigentlich Panorama machen ohne... Ach, bitte, bitte, bitte. Ach, Gott sei Dank. Ja, wenn TS Classic einmal abschmiert und er hat so einen Hänger, dann hat man irgendwie Angst bei jedem Hänger. Okay, da vorne ist es. Nee, ich aufhängen. Okay, da vorne ist die Tafel. Na, schaffen wir das? Na, jetzt halte ich davor. Bin ich mit dem Hintern. Ja, okay, bin ich mit dem Hintern drin. So, noch mal kurz ein bisschen anlegen. Ja, davor ist halt auch nicht das Ziel. Naja. So. Hier noch was Interessantes zu entdecken. Was mehr? Nun. Okay, kann man machen. Ja, also spezielle Werbung hier. Nach Gesundbrunnen einsteigen. Du, machen wir uns bereit. Nach Gesundbrunnen zurückbleiben. Zug Viktor nach Gesundbrunnen Türen schließen. Zug Viktor nach Gesundbrunnen abfahren. Jo, Mama. Dann holen wir Strasi. Nächster Halt. Ja, wirklich viel hat man hier nicht zum Rumdrücken. Einfach, aber funktional. Kann noch weniger kaputt gehen. Wie ist es denn mit der Passagieransicht? Ja.
riecht das denn hier aus? Ich bin mir nicht sicher, wenn man die Fahrgastrahmenbeleuchtung hier anmacht. Haben wir hier alles? Überstrom. Nö. Kann die nicht lesen. SIFA. Vielleicht einer von denen. Ich fahr mal lieber, ich mach das, wenn ich stehe. Bitte nicht aufhängen, bitte nicht aufhängen. Dankeschön. Die erste Oberleitung. Das sieht schick aus hier. Das ist halt auch wieder zu viel. Ich habe so gar kein Gefühl für die Bremse hier bei dem Teil. Ja, schade, dass das nicht meine Tafel ist. Dann hätte es jetzt gepasst. So, jetzt schauen wir mal wegen dem Licht. Was haben wir hier? Steuerstrom, Luftverdichter, Heizkreis. Nichts für die Lichter hinten. Haben wir auf der Seite noch irgendwas? Ah ja, da. Was bist du? Spitzenlichtwahlschalter? Nö. Oh geil, wir haben Licht. Bringt mir jetzt aber auch noch nichts für die Fahrgastrahmenbeleuchtung. Nach Gesundbrunnen einsteigen. Naja, dann ist halt dunkel. Nach Gesundbrunnen zurückbleiben. Zug Viktor, nach Gesundbrunnen Türen schließen. Zug Viktor, nach Gesundbrunnen abfahren. Mama. Okay, Gesundbrunnen. Gleistechnisch ist ja ganz schön was los. Aha. Ja, also wenn ich mal so einen Monat trainiere, glaube ich, dann halte ich auch korrekt. Holy moly. Hier geht's ab. Oh, 40. Zug Wolf nach Blankenfelde Türen schließen. Was? Was? Zug Wolf nach Blankenfelde abfahren. Okay. Kollege, aus dem Weg. Der hätte jetzt wieder Chaospotenzial gehabt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass ich da die Meldung von dem anderen gehört habe. Was von hinten? Ah, von da unten. Alles klar. Jo, wir dürfen reinfahren. Diesmal nicht so schnell fahren. Berlin Gesundbrunnen. Aber unterbremsen. Zug Paula nach Oranienburg Türen schließen. Ich glaube, das ist einfach Zug ein Paula Funk. Nach Oranienburg abfahren. Ich habe die Türen aufgemacht. War das jetzt doof? Teltow-Stadt. Moment, was steht da? Oh, das sind ja unterschiedliche. Ring von Heide-Westkreuz. Ring. Die Straße. Gesundbrunnen, bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier. Weiterfahrt Richtung Friedrichstraße in wenigen Minuten vom selben Gleis.
Alles klar. Fahren Sie zum Halbzug in der Abstellanlage und kuppeln ihn an. Machen Sie sich abfahrbereit Richtung Nordbahnhof. Ihr neuer Funkname ist Jutta. Jutta, die Leselampe. Jutta, also der sagt Richtung Nordbahnhof. Stellen Sie am Krügers Gerät Kurs 4 und 56 ein. Okay. Kurs 4. Und 56. Was? Wo ist der Kurs? Hab ich jetzt was? Sonderzug. Lass mal das mal. Wo genau ist der Zug? Spielerzentrum. Rangierfahrt Gesundbrunnen, Gleis 1, Türen schließen. Okay. Rangierfahrt Gesundbrunnen, Gleis 1, vorziehen. Moment, ich bin gerade überfordert. Also vorziehen heißt. Ich hab gesagt vorziehen. Sag mal, was ist denn jetzt mit dem Teil hier los? Das ist jetzt am Dauerabgehen. Also Kurs 4 ist nicht, oder wie? Plus 4, 56. Okay, aber das Geräusch geht jetzt irgendwie die ganze Zeit ab. Ich glaube, wir müssen hier Führerstand wechseln. Umstellung neutral. Genau, in den anderen Führerstand. Kann ich da bei dir jetzt... Zug Paula nach Oranienburg, Türen schließen. Zug Hallo. Paula nach Oranienburg, abfahren. Wieso kann ich... Ach, ich hätte mir das Handbuch lesen sollen. V-Yard, Reverse, rückwärts. Naja gut, wir müssen jetzt die Bremse noch lösen. Jetzt hat er mir den ganzen Kurs gelöscht. Nee, ist noch drin. Ah, da, mein Schiff halt. Ja, ich mach das falsch. I know. Ganz dezent. Da macht auch das Vorziehen in die andere Richtung ein bisschen mehr Sinn. Alter, ich kaut. Mal geht's da nach unten? Nee. Oh, die Pfeife klingt auch geil. Wo steht der Kuli? Warte mal. Koppeln wir was Modernes hier an? Nee, es geht da nach unten. Wir sollten bremsen. Hier geht's bergab. Never mind. So, wo ist der Zug? Ach, da hinten. Ja, Leute, macht es nicht so wie ich. Ganz großes Kino da bei mir. Und wenn wir da jetzt einen zweiten Lokführer gehabt hätten, dann hätte er ja einfach bei uns in die Plattform reinfahren können. Wäre vermutlich ein bisschen schneller.
So, Stückchen noch. Ey, das ist jetzt angegangen. Okay. Ja, vielleicht mal ein bisschen lösen hier. Komm wieder nu. Super. Hätten wir das. Kuppelt ist noch nicht. Oh, ich konnte nicht kuppeln. Warum nicht? Jetzt. Sehr geil. Okay, dann wieder nach vorne. Oh, und der kriegt sich nicht mehr ein. Es ist wie The Trains, da eine ICE, der das mit der Tür gehabt hat. Frag mich, ob es was bringt, wenn ich das Szenario einmal speichern und wieder lade. Ob dann der Sound weg ist. Ich glaube, ich werde es mal probieren. Und dann müssen wir das nur bis Gesundbrunnen aushalten. Ja, also die Leute sind ein bisschen komisch hier. Die schweben da einfach so rum. Schweben so in meinen Zug einfach rein. Läuft. So, bremsen, nicht über Rot fahren. Ja, genau, jetzt geht. Ja, okay. War gut, er geht. Ja, darf ja eh nicht von der Rangierfahrt aus. Södri. Sobald er jetzt hier fertig ist und neben dann die Ansage kommt bei Speichern und dann geht's weiter. Leerzug Jutta nach Nordbahnhof abfahren. Jo, gleich. Zuerst speichern. Okay, liebe Leute, für euch gibt es kurz einen Cut. Ich werde mal das wieder laden und dann hört das hoffentlich hier auf. Also, bis gleich. Okay, da wären wir wieder. Und das Geräusch ist weg. Es hat tatsächlich nach dem Laden wieder angefangen. Ich habe dann aber einfach nochmal Ziel 064 eingeben und dann hat es aufgehört. Achso, Bremse. Wäre natürlich nur von Vorteil, wenn die gelöst ist. Na? Noch einen Moment. Bin so ungeduldig. Jetzt. Es war Berlin Nordbahnhof Gleis 1. Mach mal. Es ist unglaublich warm, ey. Das ist echt nicht nett, gerade Videos aufzunehmen. Was ist denn gemeint, dem Tunnel Baustelle? War der Tunnel gemeint? Ja, doch, das ist eine echt schöne S-Bahn-Strecke. Na da, 60. Gott sei Dank brauche ich jetzt nicht mehr anhalten. Da kann ich ja fast nichts mehr falsch machen. Sagte er und ist über Rot gefahren oder sowas. was? 50. So, hätten wir das. So viel zum nichts falsch machen. Thank you.
Ah, die hat aber hier ein bisschen das Struggle, hier hochzukommen. Ja, warum ist denn jetzt Ostkreuz? Ich hab doch 0... Ich hab doch Blank gemacht. Ziel? 0, 6, 4. Ich meinte, es war 0, 6, 4. Blank nach Frohnau. Ah, ich weiß nicht mal, was der Code gewesen ist. Ja, gut. Bremsen. So, da vorne hätten wir auch schon unseren Halt. Ja, abenteuerliche Fahrt. Was lernen wir draus? Ich bin nach wie vor nicht besser, wollen wir mit dem S-Bahn fahren. Handbuch lesen wäre von Vorteil. Und ich gerade an das Kürzel denken, RTFM. Wie the fuck Manual. Ist manchmal ganz nützlich. Südli. Ja, ein bisschen hätten wir eigentlich noch. Es ist eigentlich auch schon zu spät. So, anhalten. Oh, cool. Die funktionieren. Das ist eine Seltenheit in TS Classic. Holy moly. So, komm, anlegen. Glaub. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich mal ganz kurz umsehen. Oh, das ist ein bisschen alt. Ausgang zu Garten. Garten und Bernauer Straße, oder? Ja, Gartenstraße. Ah, oh, Letka, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, das kommt sehr darauf an, wie man erfolgreich sieht. Ich bin zumindest am Ziel angekommen. 25 Telto Stadt. Was haben wir hier? Auch Teltow-Stadt. Alle klar. Und hier drüben haben wir noch Henningsdorf und Henningsdorf. Alle klar. Ja, ne, hat Spaß gemacht. Hoffe ich auch. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen da oben da. Und dann wünsche ich euch eine gute Weiterfahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.